Herzlich willkommen zum Opernabend. Heute Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek. Die Aufnahme, die Sie heute hören werden, entstand im Jahr 2003. Ulrich Windfuhr leitet heute den Kieler Opernchor und das Philharmonieorchester Kiel. Max Wittges ist als Don Diego zu hören. In der Titelrolle Manuela Uhl, Donna Laura, Heike Wittlieb, Donna Fenisa, Susanne Kreusch, Don César, Roman Satnik, Don Luis, Hans-Jürgen Schöpflin, Don Gaston, Matthias Klein, Perrin, Simon Pauli und Floretta an Caroline Schlüter. Die erste Aufführung von Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek mit einem Libretto nach Augustin Moreto fand in Prag im Jahr 1894 statt. Die Handlung spielt in Barcelona, hier die Handlung des ersten Aktes. Der Toreador Don César ist in die stolze Donna Diana verliebt, die ihn bis jetzt immer abgewiesen hat. Perrin schlägt vor, er solle das Mädchen nicht mehr beachten, um so ihr Herz zu gewinnen. Don César ist entschlossen, so schwer es auch fällt, den Rat zu befolgen und es Perrin, der seiner geliebten Floretta gegenüber ebenfalls den Uninteressierten spielt, gleich zu tun. Don César hat beim Stierkampf gesiegt, aber bei Diana eine erneute Niederlage erlitten. Der Vater erklärt Diana für volljährig und gibt ihr die Weisung, sich einen Gatten zu wählen. Das stolze Mädchen will für immer ledig bleiben, an diesem Abend aber ein Maskenfest besuchen. Don César, der Perrins Rat endlich befolgt, kann zu seiner Freude erkennen, dass seine Haltung bei Diana Wirkung zeigt. Hören Sie jetzt den ersten Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek. Thank you.
Das ist ein Auftrag, das ist
zu hoffen.
Damen all, begrüßt ihr edlen Prinzen, Ritter und mein teures Volk von Barcelona. Seid willkommen hier in meinen Hallen und bedankt, dass ihr den Ruf von mir gefolgt. Herrlichen zu helfen, dieses Fest. Thank you.
Dich lieben, doch geliebt auch mag und will ich niemals werden.
Das war der erste Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Resnicek. Das ist die Handlung des zweiten Aktes. Auf dem Maskenball ist Donna Diana bereits in Don César verliebt und kann ihn so weit bringen, dass er bei der Schleifenverteilung ihre Farbe weiß wählt und so für den ganzen Abend als Ritter an sie gebunden ist. Als Don César den Rat seines Freundes nicht beachtet und Diana seine Liebe erklärt, wird er ausgelacht und stehen gelassen. Sehr bald bereut Diana ihre Handlungsweise und versucht, den Geliebten durch einen Tanz zu betören. Der Toreador zeigt keine Gefühle. Hören Sie jetzt den zweiten Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Resnicek. Don Diego wird gesungen von Max Wittges, Donna Diana ist Manuela Uhl, Donna Laura Heike Wittlieb, Donna Fenisa Susanne Kreusch, Don César Roman Sartnick, Don Luis Hans-Jürgen Schöpflin, Don Gaston Matthias Klein, Perin Simon Pauli und Floretta Ann-Caroline Schlüter. Ulrich Windfuhr leitet den Kieler Opernchor und das Kieler Philharmonieorchester. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das war der zweite Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek. So endet die Oper im dritten und letzten Akt. Diana, sehr gekränkt, will ihren Geliebten eifersüchtig machen und teilt ihm mit, dass sie Don Luis heiraten werde. César, rasch von Perin gewarnt, erwidert gefasst, dass auch er eine andere, nämlich Donna Laura, zur Gattin gewählt habe und Diana bitten möchte, bei ihrem Vater für ihn zu werben. Diana Stolz bricht rasch zusammen. Sie bittet ihren Vater, César zu ihrem Gatten zu wählen, den Mann, dem es gelungen ist, ihren Hochmut zu überwinden. Hören Sie jetzt den dritten und letzten Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek. Don Diego, Max Wittges, Donna Diana, Manuela Uhl, Donna Laura, Heike Wittlieb, Dauna Fenisa, Susanne Keusch, Don César, Roman Sartnick, Don Luis, Hans-Jürgen Schöpflin, Don Gaston, Matthias Klein, Perin, Simon Pauli und Floretta, Ann-Caroline Schlüter. Daneben der Opernchor und das Philharmonieorchester Kiel unter Ulrich Windfuhr. Kinder, oh, mit Amor.
Dackel an das Leben, er zurücken, blickt sie einmal frei. Stolz, 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 so viel diese auch erreicht, meine Schönheit ihr hat Mut. Er wird auf das Leben, er zurücken, blickt sie einmal frei. Stolz, 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 Oh!
ihr habt gerufen und laucht. Hüt! Don Cäsar!
Mit
Das war der dritte und letzte Akt aus Donna Diana von Emil Nikolaus von Resnicek. Es stand eine Aufnahme aus dem Jahr 2003 auf dem Programm mit dem Opernchor und dem Philharmonieorchester Kiel unter Ulrich Windfuhr. Max Wittges war als Don Diego zu hören, Manuela Uhl war Donna Diana, Heike Wittlieb Donna Laura, Susanne Kreusch war Donna Finisa, Roman Sartnik war Don César, Hans-Jürgen Schöpflin sang Don Luis, Don Gaston war Matthias Klein, Pierin Simon Pauli und Floretta wurde gesungen von Ann-Caroline Schlüter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ihnen Eva Reinhold.